Also, hallihallo und willkommen zurück bei einem weiteren Teil Battle of Azeroth Beta Version. Diesmal zeige ich euch mal ein paar Dinge, wie es der Titel schon verrät, am Ende. Auch hier wieder angelehnt an die Anfänge mit der Garnison als Trainer auch. Da haben wir hier auch da wieder Missionstisch. Diesmal sind wir auf einem Schiff, da gehen wir danach noch hin. Hier seht ihr mich gerade in einem Gasthaus, bei dem ich errichtet hatte. Kann man noch sehen in dem Teil 4, beim Außenposten, wo wir jetzt starten und wieder die Aufgabe haben, zurückzugehen. Auch da, hier haben wir dann ein paar Möglichkeiten, die werden wir weiter ausbauen können. Haben hier schon eine Schmiede, eine Werkbank, wo man reparieren kann. Und auf dem Schiff einen Missionstisch. Die Mission habe ich bereits letztes Mal gestartet, die sollte ich diesmal abgeben können. Hier bei dem Außenposten gab es dann wieder einen zusätzlichen Anhänger, als ich die Quests fertig hatte und die Goblins hierhin begleitet hatte. Dann habe ich hier eigentlich schon den zweiten Anhänger. Dann schauen wir hier doch jetzt mal kurz rein, wo wir stehen. Wir sind hier, wie gesagt, beim Gastwirten und da seht ihr schon, wir sind hier in dem kleinen Gasthaus drin und gehen jetzt mal raus da. Sind hier Kratzelfratz beim Außenposten. Da ist dann auch die Rakete eingeschlagen. Hier hinten konnte man sehen im letzten Video, wie das vor sich ging. Da seht ihr auch andere Leute, die da auch schon in dieser Phase drin sind. Da hinten haben wir dann den Schmied. Wenn ich es nicht habe, dann wollt ihr es nicht. Die einen anderen Rezepte hier gibt. Durchgehen. Da seht ihr, was es hier auf Rezepte drin hat. Ja, das ist nicht so werfendes Zeug, das man einfach nur drin hat. Aber für die, die transmodifizieren, hier gibt es auch Optiken, die man vielleicht noch nicht besitzt. Ja? Das gesetzt man ab dem Beruf natürlich auch gewählt. Was ich auch noch angehen werde, ist, ich werde diesmal noch versuchen, nochmal ein anderes Pet zu zähmen. Hier neben mir habe ich ja die Schokosoße, die mich hier begleitet. Katze. Und letztes Mal habe ich festgestellt, dass ich die Möglichkeit hatte, Wildtierzähmen zu wirken, aber weil ich da gerade im Kampf war, habe meine Begleitete getötet, da konnte ich nicht mehr zähmen. Beziehungsweise, ja. Jetzt werden wir mal gucken. Hier habe ich die Quest abgeschlossen und nachdem ich hier war, habe ich diese hier bekommen. Return to Zuldasa. Nur Leitung. Weiß ich jetzt nicht. Muss mal gucken. Da hinten. Eigentlich möchte ich nicht. Das gehen wir da zurück. Kann man bei dem jetzt eben mit der Rakete, die da eingeschlagen ist. Ist auch gleichzeitig der Flugpunkt. Ja. Kann man da eigentlich reisen, wo ihr feststellt? Außer da, wo ich bin, habe ich nichts anderes. Also, ich weiß jetzt nicht ganz, wie das gedacht ist von Blizzard. Ein bisschen seltsam, wenn ich wieder zurück nach Zuldasa muss. Aber hier mit dem Flugpunkt komme ich nicht zurück. Ja, das sind Dinge, die ich da die im letzten Video sehen könnt, wo ich da alles aktivieren musste, dass hier einen riesen Brunnen gab. Riesen Loch hier. Hä? Ja, die Dinge halt, die muss man alle aktivieren, dass sie da sind. Wer das sehen möchte, muss meinen Teil 4 angucken. Das ist alles gegen Ende des Streams aufgezeichnet. Ziemlich am Ende. Die letzten 10 Minuten würde ich jetzt mal sagen. Aber auch hier kann ich nicht anklicken, um zu das Grüße! Deswegen werden wir hier mal zurückgehen. Wir müssen ja hier mit diesem Mobil hier, dieser
Priest-Drake von Galvix aus dem Büro fahren und den einen oder anderen auflesen. Und durch das kommt man dann diesen Außenpost nachher nicht. Eine Hoffnung besteht es noch darin, weil wir hier zurückhalten müssen, die können wir ja noch nicht, dass ich hier eventuell ein paar Pets antreffe, das eventuell zählbar wäre. Was ich natürlich als erstes gerne machen möchte, ist hier noch Gallenzahn, und die werde ich jetzt noch versuchen zu töten. Schauen, was das für eine ist. 8. Das scheint mir. Gallenzahnjäger, das ist eine Spinne, dann wird das andere wohl eine große Spinne noch böse sein, wenn sie nicht da steht. Eine Spinne versuche ich jetzt mal zu zählen, möchte ich ja eigentlich keine haben. Das wird wohl der Grund sein, dass man die Alpen hat als Hand, damit man Pets zählen kann, weil man der Feuerfall eher entfernt. Schauen wir mal. Nee, ist nicht zählbar, ne? Geht nicht. Ah, da muss ich gucken. Ich glaube, da habe ich letztens eine Lücke entdeckt in der Beta-Version, dass man Pet zähmen könnte, das vielleicht nicht vorgesehen ist, weil man kann gar keine zähmen, das durch Quests hervorgerufen wird. Also es scheint mir, dass die durch Quests hervorgerufene Quests-Mob nicht vom Zähmen ausgeschlossen sind. Habe ich natürlich so noch nicht bewusst mitgenommen und dann natürlich einfach drauf los und getötet, bis ich dann zu spät die Idee hatte, könnt ihr ja im Livestream nachgucken, zu spät die Idee hatte, das zu zähmen, wo es dann halt leider schon zu spät war. Hier hätte man auch solche Ausgehungerten, den bin ich letztens auch vorbei, die kann ich auch nicht zähmen. Nee, geht auch nicht. Also das ist wohl effektiv so. Das war vielleicht ein Glück für den Zufall. Ja, wo ist die wohl? Gallenzahnmutter? Also hier ist keine Höhle. Ja, gut, gehen wir weiter. Ich habe gedacht, es geht ein bisschen einfach, hier die gerade zu finden, aber das ist wohl Mine. Okay, Mine, also vermuten, die es irgendwo in den Stollen unten drin. Also wissen wir das mal. Ich möchte als Weite hier und das wäre dann auch gut, solche Elites geben Artefakt-Power, was wiederum ja dann die Waffen verbessert, die man bekommt. Hier ja auch das Herz des Fanatzerat, das versprechen verbessert wird. Ich habe hier mal einen Kopfteil bekommen, dass ich jetzt nur 210 habe, aber doch schon zwei Verbesserungen, die ich auswählen konnte. Und aktuell habe ich da auch noch was Neues bekommen, ein Brustteil. Auch hier kann man das verbessern, dass man mehr Schaden macht. Gut. Flugpunkt irgendwie finden, weil ich bin jetzt hier in Brustwar. Ich muss noch nach Zulda fahren. Zulda. Cool. Ja, ich bin ganz woanders. Ja, wir werden mal schauen. Thank you.
halt ein bisschen ähnlich aus wie. Ja, wo ist das? Der K3 Außenposten. Ja, da war das, glaube ich. Ja, genau hier. Sturmgipfel. Doch, hier Sturmgipfel K3. Das scheint hier ein bisschen ähnlich aus wie dort. Ich muss jetzt erstmal gucken, es ist ein bisschen schwierig, die Orientierung zu haben, weil man die Karte nicht sieht. Das ist ein Außenposten da. Das war ein Flugloskauf, also ich muss hier anders hin. Ich muss hier Flugpunkte finden, damit ich weiterkomme. Ja? Dann mache ich wirklich weiter mit dem Flugpunkt. Es scheint mir recht weit zu sein. Auf der Karte bewegt man sich kaum vorwärts. Ziemlich weit weg hier. Verirrter Trüffeljäger. Ein Trüffeljäger, ein kleines Schweinchen. Ne? Okay. Nicht mit dem Jäger. Die Stufe hat sich hier jetzt auch angepasst und sind auch gleich gestern noch mehr die kleinen Stufenanpassung. Gucken wir jetzt, ob das droppt hier und ob es was gibt. Jawohl, das gab jetzt 43 Artefaktmacht. Hier für das Herz von Azeroth könnt ihr ja natürlich nicht sehen, weil das abgedeckt ist. Hier halt nur was für Beine bekommen, leider als Stoff. Hier ist ein Weg, gehen wir den Weg hier lang. Hä? Muss ich hier runter? Jawohl, hier geht's runter. Hä? Ich treffe ich den anderen. Ich dachte, ich könnte sie zähmen. Es waren irgendwelche dunklen Bären, die geschimmert haben. Mit Galbix, hä? Ah, hier haben wir so einen Hexenkrissel. Jetzt versuche ich es nochmal. Ich konnte Krissel gestern anklicken, um zu zähmen. Ob das jetzt geht, wenn ich den ausfinden kann, diesen zähmen zu können. Genau, bei dem geht's. Ja, prima, diesen Bär kann man hier also zähmen. Ja, ist schade, hä? Der dunkle schwarze Bär, der so glitzert hat, hat sich leider verändert in der Optik. Schade. Viel
gewesen, wenn das so bleibt, wie er ist. Finde ich nicht so toll. Hier gleich mal Mabel reinmachen. Gemüse. Schwarzen. Bären. Blau. Glitzern. Der Blutrote. So, werden wir das so übermitteln. Gucken wir uns mal schnell rein beim Begleiter. Ja, dickes Fell. Klauen aktiviert, Klaue. Wirklicher Mut. Okay, gut, prima. Haustierkämpfe hier funktionieren auch. Die haben hier aber bald auch schon Stufe 25. Und weil ich das zum ersten Mal spiele, hier habe ich natürlich nur Level 1 zu drin. Ah ja, klar, der ist letztes Mal natürlich gestorben, weil er nur Level 1 hat. Ich habe da nicht richtig geguckt, dass die da ja schon 25 sind. Folge müsste man hier als Haustier leben, wenn man da Kämpfe machen möchte. Aber Haustierkämpfe funktionieren, habe ich im letzten Video ausprobiert. Die Sonne ist wieder hervorgekommen, vielleicht sieht man es, es blendet mich hier. Aktivieren die Haustiere hier. Genau, da ist der nächste, der hochgeht mit der Quest für Galdix. Von da unten hat es gestartet. Euch erwartet eine Leckerei. Hier gibt es auch wieder jenseits Dinge für Erfolge wegen Lebensmitteln, die man trinken, essen und so weiter. Sturmbalk. Material. Ich habe da letztens noch gefischt, für die ich gerne fischen, kann ich hier noch was hinzufügen. Schaut das letzte Video an, Teil 4. Beim Fischen gibt es auch neue Spielzeuge. Gleich drei neue spezielle Spielzeuge, die aber direkt mit Arbeit zu tun bekommen. Eine sichere Reise. Teil 4. Nachzugucken irgendwo. Gesagt, irgendwo, weil das Film so lange ging. Ja. Ah, da ist er da unten, ja. Das ist der hier. Dann werde ich das gleich auch mal Speak to Slurp Thrasher und Heliport. Zeigt, dass ich da reden muss. Und dann bin ich ja auch nicht gekommen vom Boden. Return zu Zulasser. Genau, dass ich gut habe. Gehen wir zurück, weil wir sind jetzt ganz woanders gewesen. Da oben könnte die Quest enden, hä? Auf der Karte oder Quest-NPC beim Außenposten von Kratzelfatz, glaube ich, habe ich gesagt, oder? Ich glaube,
Ja, ich glaube schon, ne? Außenposten. Seltsame Namen, ne? Ja, wo bin ich hier? Muss ich wieder rein? Kratzel, Fatz. Keine Hinweise auf der Karte oder ein Quest-NPC beim Außenposten Kratzelfatz, dass man hier. So, enden wir die. Für die dunkle Fürstin. Hier seht ihr, Herz von Azeroth hat das Level 5 erreicht. Das da hier hat Level 5 erreicht und da gleichzeitig kann ich auch was Neues wählen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, da passive Fähigkeit, wenn sich innerhalb von 20 Metern keine Gegner befinden, werdet ihr alle Gesundheit geheilt. Also man bekommt hier, ist mir schon länger aufgefallen, viele Selbstheilungsmöglichkeiten. Wenn ihr Schaden erleidet, werdet ihr um 95 Gesundheit geheilt. Dieser Effekt kann nur einmal alle wie viele Sekunden? Da ist schon Fehler drin. Alle Ohrsekunden auftreten, da werde ich gleich mal Todesschwur Brustplatte Item Todesschwur Schwur Brust die Brustplatte hat einen Schrei Fehler bei teilnahmsloses Antlitz. Teilnahmsloses Antlitz. Im Text kann nur einmal alle Sekunden aufbieten. So, wir teilen das. Dann werde ich das hier wählen. Keine Ahnung, wie viele Sekunden da was geht, weil es ja nichts anzeigt. Aber das werde ich dann sehen. Deswegen habe ich es jetzt mal genommen. Mal schauen, mal, wie viele Sekunden das dann auftritt. Und da, wo wir jetzt zurück mussten oder zurück konnten über den anderen Hafen, da sind wir dann jetzt auch schon da, wo ich hin wollte, wo ich es darum ging, mit dem Text vom Livestream euch zu zeigen. Wir sind hier jetzt auf einem Schiff und zwar sind wir in Suldasar, ganz unten am Hafen. Klar, Schiffe im Hafen, hä? Ganz unten beim Hafen. Bin ich auch irgendwie nicht draufgeführt worden. Und zwar hatten da die Anfänge, wo man machen musste, damit man da an den Tisch kommt. Ihr könnt hier mal auf das Schiff gehen. So, geh rein. Und unten im Schiff, wenn ihr da drin seid, habt ihr dann auch die Garona, die hier ist. Und da ist dann dieser Missionstisch. Kommt leider eine Fehlermeldung. Das ist die letzte Mission, die ich da gestartet habe. Ordenshalle Missionsbericht. Also das scheint mir jetzt eher eine Ordenshalle zu sein. Ich bin jetzt ein bisschen hier verwirrt. Ordenshalle. Da hinten haben wir. Was ist das für ein Charakter hier?
Das ist eine Dämonenjägerin. Die Ordenshalle war meines Wissens nach nur für eine Klasse. Also ist hier vielleicht ein Übersetzungsfehler. Warum das die Ordenshalle ist, wenn auch Dämonenjäger drauf sind, ich werde es mal so mitteilen. Warum wird beim Missionstisch auf dem Schiff die Klagelied Ordenshalle angezeigt, wenn auch andere Klassen da sind. Dachte, es sei nur für eine Klasse die Ordenshalle. So. Submitten wir das, schließen wir die Mission ab. Dem Charakter eine große Menge Erfahrung. Prima. Hier seht ihr die Speerkarte, da kommt leider jetzt noch eine Fehlermeldung. Hier läuft gerade ein Countdown durch. Neu laden, werden wir es neu laden müssen. Hä? Gut. Schließen. Ja, da ist irgendwie ein Fehler drin. Hä? Count. Lua-Fehler habe ich schon gemeldet. Die installierten Addons verursachen eine große Anzahl Fehler. Schön, ich habe aber keine Addons. Ich werde jetzt da mal kurz gucken. Neu laden. Gehen wir mal da. Interface. Ich weiß ja noch nicht mal, wo ich das mit den Addons suchen muss. Weil ich keine habe. Vielleicht ist da irgendwas drin, von dem ich nichts weiß. System. Voice Chat erweitert. Ja. Auslocken, ich werde es mal hier auslocken erst und gucken, ob dann da irgendwo Addons angezeigt werden, wo die sind. Ich weiß noch nicht mal, wo ich die suchen muss. Da ist ein Fehler. Die schieben wieder alles auf die Addons, obwohl ich schon seit Jahren keine Addons habe. Mehrere Jahre, ich habe sehr selten mit Addons gespielt. Menü. System. Da müsste Addons stehen, bin mir jetzt auch nicht sicher, weil ich irgendwas schon lange nicht mehr tue. Ich werde einfach eine Meldung geben, dass die Bescheid wissen. Hä? Beim Missionstisch kommt eine Lua-Meldung, dass es wegen Addons zu Fehlern kommen kann und ich diese deaktivieren soll. Nur ich habe keine Addons. Also, warum
ist das so? Ja, immer auf die Art uns abschieben. Ne? Gut, gehen wir mal erst. Ich habe euch nichts zu sagen. Da gab's keine Probleme. Ja doch, gab's Probleme. Hä? Fehlermeldung wegen Addon, obwohl ich keine Addons nutze. So, übermitteln wir das. Das gab 52 Artefakt-Power Macht. Und für all die, die mit Addon spielen, könnt ihr nachlesen. Am besten habe ich da einen Tipp für euch für eine Seite vor Fantastics. Und zwar geben die da Ratschläge über Addons, die funktionieren und so weiter. Das ist eine gute Seite von interessanten Informationen. Ich gehe hier. Dieser Lua-Fehler kommt hier meistens nur bei der Speerkarte, weil bei dem Anhänger kommt die nicht. Wie gesagt, das sind die zwei, die ich schon habe. Den habe ich zuerst behalten, der Wurfhammer habe ich erhalten, nachdem ich ihn eben da oben hingebracht habe, wo wir das Video, den Livestream gestartet haben. Und hier die Mission, da hätten wir noch, wird am Aufheben gebunden. Öffnet den Behälter, keine Ahnung. Merken wir jetzt mal einfach. Starten. Dann tun wir das auch gerade rein. Machen wir alles rein. Egal, ob da die hätte, da brauche ich ja sowieso zwei. Schauen wir mal. Die Mission, die dauert ja auch hier 6 Stunden. Hä? Wie man sehen kann. Mal gucken im Gange. Hier läuft, ist in 6 Stunden fertig. Dann hätten wir dann 8 Uhr abends. Hier oben wird es noch nicht angezeigt. Die Minimap. Missionen sind an der Minimap nicht anklickbar. Vielleicht wollen sie es nicht mehr. Ist das nicht so gewollt, wie es bisher war? Werden wir das mal so übermitteln. Prima, das wäre jetzt der Missionstisch hier. Ah, der Bär, jetzt ist er wieder da. Der hier draußen auf mich gewartet. Ja, der stand nämlich vorher nicht da. Hier unten ist er. Da drüben ist er wieder mit dem Motorrad. Hä? So ist das hier. Hä? Das wäre das jetzt mit dem Missionstisch und den Anhängern gewesen. Also freut euch auch hier wieder. Da werden wir auch die Möglichkeit haben, wieder durch Missionen, was da auch immer kommt. Ich werde es jetzt sehen. Ich hätte hier schon früher angefangen, aber die Herleitung werde ich gleich auch sagen. Die Herleitung zu dem Missionstisch auf dem Schiff. Das Schiff. Die Klagelied. Klagelied. Beim Hafen von Zandalach. Herleitung zu dem Missionstisch auf dem Schiff, die Klagelied beim Hafen von Sandala, habe ich eher per Zufall entdeckt, aber keine Quest hat mich hergeführt. Ein bisschen seltsam. Dann werde ich gleich noch was übermitteln.
Und zwar habe ich hier schon länger eine Quest dabei, wo ich nicht weiß, wo ich die absolvieren muss. Und zwar muss ich irgendwo runterspringen. Hier. Diese Quest hier. Parcours, machen wir so. Quest. Parcours. Herrin der Winde. Kann ich nirgends. Kann ich nirgends finden, wo ich diese Quest machen soll. Habe sie schon lange im Questlog. So. Man muss hier gut gucken, dass ich keine Schreibfehler mache, weil ich beim Tippen immer irgendwelche Tippfehler mache, weil ich falsch tippe. Sonst wird das bei der Übersetzung nicht gut ankommen. Die werden das ja auch nur übersetzen, weil die meistens Englisch supporten da. Also ist das teilweise alles auf Englisch. Einerseits ist es Deutsch und andererseits Englisch. Mein Bär, hier hat es noch wieder einen Fehler. Hä? Mein Pet. Bär bleibt beim Hafen nicht verdeckt bei mir. Ein Schiff die Klage liegt. Ist mir jetzt auch schon zweimal aufgefallen. So, übermitteln wir diesen Fehler auch. Er bleibt nicht bei mir, er ist auch hier irgendwie an das Deck gebunden und dann kommt er auf einmal wieder. Ja, bleibt da hinten stehen, er kommt nicht mit. Gut, man sieht schon hier für die Abgabe der Quest. Da hier was Neues. Es wird freigeschaltet. Es wird hier freigeschaltet. Ihr bekommt außerdem, das ist wieder Englisch, aber wenn ich raufgehe, Island Expedition. Ich da mal Island Expedition. Wieder ein Fehler, Island Expedition, Quest, Island Expedition, die Belohnung kann mittels Maus, Zeiger nicht angezeigt werden, damit man lesen kann, was freigeschaltet wird. So, vermitteln wir das. Das ist ein Fehler. An. Let's go! Wo gehen wir hin? Hier mal verschwinden. Hä?
Ja, ich bin wieder hier, hä? Da scheint irgendein Fehler zu sein. Ich bin im Wasser. Statt im Schiff. Ja, da ist ein Fehler drin, hä? Das scheint mir was Besseres zu sein. Allianz und Worte, hä? Wir haben ja die Allianz und die Worte. Hier ist nichts los von unerforschte Insel. Nicht auf der unerforschten Insel. Das scheint gut aus hier. So. Wo muss ich hin? Das zeigt mir nicht an, wo ich hin muss. Zwar nicht als PvPer gezeigt, aber es scheint schon so eine Art Wettkampf zwischen Allianz und Horde zu sein. Wer das zuerst erreicht, kann ich mir so vorstellen, dass das mal vielleicht PvPer werden könnte. Ich habe da auch nichts angezeigt, sie verraten mir noch gar nicht viel. Thank you.
ja schon fast 400. Die Zeit bei 45 Minuten. Szenario. Lerns Worte. Ab 45 Minuten. Hä? So. Gehen wir weiter hier. Da rein. Das Schiff, jetzt müssen wir hier das Schiff erst wieder finden. Denke, dass man das Schiff noch ein bisschen hier vor diesem Kreis rumliegen würde. Das haben wir schon gehabt. Also heute mit Orientierungsproblemen hier ein bisschen schwierig. Karte ja nichts anzeigt. So, prima. Holt die Planken ein, wir legen ab. Abgeben, da kann ich gerade den Fehler melden, hä? Dass das nicht gut ging. Beim Andocken am Questziel war mein Char. Erdbeersoße, mein Charakter hier, wer es noch nicht mitbekommen hat, mein Charakter, mein Hunter heißt Erdbeersoße. Unter dem Schiff im Wasser, ne? Gut, das zeigt es hier noch immer nicht an. Okay. Irgendwas wurde freigeschaltet. Die hat einen Gegenstand, Growing. Das hat mir 52 Artefakte noch gegeben. Hier, könnt ihr sehen. Es gab jetzt wieder Artefaktmacht. Der Bär ist mir wieder nicht gefolgt. Hier am Hafen hat es einen Bug. Da ist er wieder entkommen. Dass das irgendwie nicht richtig funktioniert.
Jetzt ist die Frage, was wurde wo freigeschaltet? Geh ich mal rein. Ich bin hier aber auf falschem Schiff. Hm? Mit dem bin ich angekommen. Das ist auch nicht mein Schiff. Das ist sie nicht gewesen, die richtige. Hier ist sie, die Klage liegt. Da oben ist nichts zu machen. Okay. Sie gehen wieder runter zum Tisch. Auf dem Schiff sollte man nicht reiten können wegen der Optik, wenn mehrere Spieler reiten, sieht man, haben sie nicht weit überlegt, sieht man meist nicht mehr viel und kann sein Ziel schlecht anklicken. Das haben sie irgendwie nie im Griff. Vor Questgebern sollte man immer abmelden müssen. Auto Abmount Funktion einführen bei Questgebern. So, mein Vorschlag hier. Was habe ich jetzt bekommen? Was wurde freigeschaltet? Missionen? Nein. Anhänger? Nein. Die Sperrkarte, die funktioniert nicht. Das ist mir klar, da ist ein Fehler. Ja, man sieht nicht wirklich, wo jetzt was freigeschaltet wurde. Ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, für was ich da was gemacht habe. Wirklich auch nichts. Da wäre ein Schiff am Hafen. Ah, da ist noch was. Hä? Das scheint mir das hinzuführen, ja. Dem scheint auch so, hä? Das Riesenflötz. Aha. Was ist das? Die Platinsande. Kesan. Ich bin im Mahlstrom. Kesan. In die Platinsande. Okay. Interessant. Mal schauen. Aufgepasst, Jungs. Da will uns wohl jemand was verkaufen. Münzbetriebenen Meuteverprügler besiegt. Ah doch, das ist eine Imi hier, hä? Da hinten hat's dann schon Imte. Da auch wieder. Weil da gerade am Anfang keine waren, aber ja, das scheint mir eine Imi zu sein. Die sind schon vorgewarnt, die reagieren jetzt schon auf mich. Gut, dann gehe ich wieder weiter raus. Venture ist hier, die Venture Co. AG. Das Riesenflötz. Aha, Platinsand, ja, da geht es nicht weiter. He? Schade. Das Riesen, eine Bahn. Gut, ja, okay, gehen wir zurück. Das ist eine Imi. Jetzt werde ich gerade mal
gucken, welchen Rennen das es mit Ihnen ist. Hier habe ich es mir ja angezeigt. Ich werde auch gleich wieder den zufälligen Dungeon nehmen hier. Da bekomme ich dann wieder Artefakt-Power. Spezifischen. Ah, Riesenflötz, das ist hier. Ne? Da war ich noch nicht drin. Die kenne ich noch nicht, diese Ini. In meinen anderen Streams habe ich auch schon zwei Inis gemacht. Ataldasar, denke ich, war eine. Und die andere war der Underworld. Diese zwei war ich, glaube ich, schon drin. Ist leider auf Englisch angezeigt hier. Direkt unten am Hafen. Ja. Hier ist ein Schiff wieder. Die Krogmutter ist auch eine Quest, die ich nirgendwo abgeben kann. Könnte ich mal versuchen, ob diesmal der Questmob schon da ist. Aber ich denke es eher nicht. Jetzt schauen wir mal, wo dieses Schiff hinführt. In diesem Schiff war ich noch nicht drin. Mein Begleiter ist auch wieder verschwunden. Hä? Nachdem ich da in die Uni rein bin, ist er weg. Hä? Er ist nicht da geblieben. Jetzt hoffen wir, dass das Schiff ablegt. Es hat aber auch hier keine NPCs an Bord. Das ist ein Geisterschiff. Hä? Es legt es ab. Gucken wir mal, wo das hinführt. Ah, jetzt hat es abgemountet. Geht da rum um die Insel. Was nicht zündlich. Ah, ist. Oh, Verbindung zum Server unterbrochen. Okay, dann werde ich da mal kurz gucken, dass ich das hinkriege da. Hä? Ich ja nicht anzeigen, was ich hier reintippe. Hä? In die andere Seite einloggen. Das erste war nicht richtig, jawohl. Aber das hier war das Richtige, wo ich einloggen musste. Nicht so, dass es schlimm wäre, wenn man was sehen würde. Ich bin vernünftig und nutze einen Authentikator. Würde ich jedem empfehlen. Zusätzlicher Schutz für einen Account. Ich konnte jetzt hier wieder einloggen. Mal gucken, was hier weiterhin passiert. Hä?
hier auf dem Schiff unterwegs gewesen und aus dem Spiel geflogen, hä? Beim Übersegeln die Bucht von die Bucht der Könige bin ich ausgelockt worden aus dem Spiel. So. Ich bin wieder da, wo ich war. Anscheinend wollen die nicht, dass man mit dem Schiff wohin kommt, hä? Beim Wiedereinloggen ist das Schiff dann ein Starthafen mit mir angekommen. Würde jetzt mal vermuten, das ist Absicht. Die wollen nicht, dass man da ans Ziel kommt, weil das vielleicht woanders hinführt. Wo auch immer. Das ist ja nicht. Jedenfalls kann das sein, dass das nach Hordehafen in Azeroth selbst führt, weil wir hier sind wir ja eigentlich auf Azeroth, aber in Sandalar bei Zuldazar gut möglich, dass man mit dem Schiff irgendwo direkt rüberkommt und so dann auf diesen Hafen kann, damit man wieder zurückgehen kann, vielleicht mit dem Schiff, so wie man es auch sonst kennt, um an andere Orte zu kommen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das an dem lag. Jetzt ist die Frage, das hat nicht funktioniert und das hat nicht funktioniert abzugeben. Ich werde mal die nochmals versuchen. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme wieder. Ich muss jetzt erstmal den Flugpunkt aufsuchen. Weitere Quests, wo mich irgendwo hinführen, habe ich nicht mehr da. Da oben wäre die, das ist ganz oben. Das ist da. Da bin ich, ja. Da bin ich. Ich war eben schon überall, war ich hier. Ja, der Flugpunkt, der Meister, der hat da oben drauf, ja. Hat es wieder funktioniert, da bin ich wieder automatisch reingekommen in die Anmeldung. Ja. So. Man sagt, der König schenkt euch Gehör. Dann gehen wir jetzt mal. Ja, wo gehen wir hin? Gehen wir mal. Fliegt durch Gebäude. Der Sprecher. Das ist der ganz große Tempel hier. Einer der großen, ne? Ui, Zuldazar, die Terrasse der Außerwelt. Zuldazar, Terrasse der Auserwählten. Fliegt man mit dem Flugmount hindurch von Zuldazar.
weiter nach die Ruinen von Sin. Ja, fliegt. Durch. Gegenstände. So. Mittelwort ist ein Bug. Okay. Gehen wir mal schauen. Was diesmal machen können, ich vermute mal nicht, weil es keinen Patch gibt. Es wurde hier nichts runtergeladen. Mein Land ist auch wieder verschwunden. Ja. Kann man hier gerade mal schnell nochmal testen. Zähmen. Reichweite. Kreatur nicht zähmbar. Seht ihr, es gibt hier. Aber wirklich eher ein Zufall, dass es eben mal wo was gab, dass man zähmen konnte. Ja. In die Nähe, wo ich hin muss, bei diesen Trollen da. Samani. Weil hier sollte ich eigentlich Kisten finden. Ich mir eben schon dachte, nicht funktionieren, weil das nicht geändert wurde so schnell. Auch nicht die Abgabe hier der Quest wird wohl funktionieren. Das Fragezeichen, das wäre da vorne irgendwo. Hier war der Stator von der Quest mit der Kiste. Da musste man diese Vorratskiste anklicken. Da war ein Ausrufezeichen, damit man eben Plünder ausprobieren kann. Die noch nicht gehen. Thank you.
Und ja, in die tiefen Pool heißt das. Hier, on the road, denke ich mal, ist tiefen Pool, ne? Ja, wo gibt es noch Quests, hä? Das ist hier die Frage. Ich habe hier nirgends mehr was. Ich habe irgendwie anscheinend alles schon gequestet. Ich gehe mal nach oben hin. Vielleicht geht es da nicht weiter, weil mir die Quests, keine Folgequests geben. Man da nicht hingeführt wird. Die Geister flüstern von euch. Dann sehen die zweite Trollleichen mit dem gezeigt und entzündet 5 Ritualfackeln und besiegt das Ritualpulver und bewegt das Ritualpulver von Shinka. Lausch den Worten der Loa. Das auch noch tun. Ja, sie ist sie gerade verschwunden. Ich habe da was gesehen. Das anklicken, jawohl. Das Ritualpulver hier. Thank you.
kurz hier. Hm? Bräuchte ich eine Quest, das ist der letzte Gegner hier. Mal schauen, ob es besser klappt. Grüße tut man hier anscheinend nicht. Der letzte hat hier nur alles wild durcheinander gepult, was man gedacht hat. Deaktivieren. Ah, halt falls hier Zauberbuch, Begleiter. Ah, es ist deaktiviert in Drini automatisch jetzt. Das ist natürlich ein Vorteil, das ist gut, he? Da hat es gar nicht so einige. Ah, einer hat mal gegrüßt, so. Und essen, hä? Der ist nur 110.
Mach das fast alleine. Es ist nicht ganz so einfach. Gahun zum Ruhm! Verrottet und vergeht! Das kann halt zur Seite gehen, das grüne Geschütze da. Gahun ist überall! Aladdin kommt da auch darum. Lebensmüde, warum blüht er hier wieder so viel? Gemeistert hat. Ja. Okay. Warum auch immer? Ich weiß es nicht. Jedenfalls gut zu gehen. Ja, 85 Teile. Bei mir sind das schon 200 bis 300.
Bist du direkt auf ihn los? Stoffteil 13 noch. Hm? Okay, wo geht's lang? Man sieht's hier ja nicht, wo man lang muss. Kann sein, hä, dass man da lang muss. Da wäre ich jetzt nicht lang. Gegner vorbei, hä? Sollte man ja nichts stehen, was auf dem Boden ist, aber es scheint nichts zu passieren. Heute ist das einfach mal ausprobieren. Thank you.
Gut. Hier wieder nichts. Da ist wieder was für wen unten gedroppt. Da ist sowas gedroppt. Hä? Für den Rücken. Da wäre für mich was gewesen, aber kann ich leider nicht tragen. Hä? Nicht bekommen haben. Festliche Monstrosität. Grotesker Schrecken. Titanenhüter. Herzei. Ja, da müssen wir wohl nichts tun, hä? Oder? Da hat uns gerade mitnehmen können hier in der Stohlenheit. Also nicht so wirklich viel gebracht. Von selbst was? Ah, entfesselte Monstrosität, da sind wir dann bei ihr. Oh.
jetzt muss er atmen, weil wir das nicht mehr hören. Jawohl. Das ist so eine Sache, wo der Mann verantwortlich ist, um das von den Leuten wegzuziehen. Sich dann immer gleichzeitig bewegen, damit es wirklich den Boden gibt. Und wie es ausschaut, streht er quasi die ganze Fläche, also muss man die Distanz kreuzen. Und vor allem sollte man nicht kreuzen, quer und wenn man hier sieht, der hat fast keinen Platz mehr, wo er hinstehen kann. Selbst noch was gewirkt auf mich. Super, das gab wieder was Schönes. Diesmal was für den Kopf. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich bei dem die Quest abgeben kann. Der Titanenhüter. Nee. Ich werde aber jetzt da mal gucken, ob ich das wechseln. Nee, dieses Teil vom Kopf hat keine andere Möglichkeit, wie man sehen kann. Und wenn ich jetzt mal vergleiche mit dem Gegenstandstufe und dem Schaden, hier zeigt es mir sonst nichts an. Jetzt wechsle ich mal das hier. Zwei, Beweglichkeit, das macht natürlich schon mehr. Obwohl das natürlich hier in die Art geskillt worden ist. Ja, ich werde jetzt wechseln, weil das doch 250, das ist 181 Beweglichkeit. Und hier sind 122, ich werde jetzt mal gucken, wie sich das auswirkt. Super. Das war dann diese Inni, hä? Da ist ein neues Teil zugefügt worden. Fratze der blutigen Schrecken. Das da, hä? Prima. Quest abgeben. Hä? Wenn ich draußen bin, stehe ich wohl gerade in Quest-Mobs drin, wo ich aufgehört habe. Hä? Geht gerade noch so. Hä? Aber ich muss hier ja noch. Ja, der hat automatisch. Das scheint so neu zu sein, habe ich ja bis jetzt auch noch nicht gesehen. In der Linie ist Kloren automatisch deaktiviert. Das ist eine gute Sache. Schauen wir uns mal dran zu denken. Jetzt würde ich da die Quest abgeben können. Erstmal zurückgehen, die Uni-Quest noch abgeben.
Genau, und deswegen wünsche ich mir eine automatische Abmountung. Wenn hier noch mehrere Leute stehen, findet man den Questgeber nicht. Weil sie jetzt halt so wie ich auf dem Mount stehen. Das ist keine Probleme. Auch nicht. Und die Loa hören zu. Gucken, wird mir auf der Karte angezeigt. Jawohl. Und hier, das ist diese Quest. Und da, die Dungeon-Abgabe, werde ich jetzt erstmal das wieder tun. Ich kann eine Quest abgeben vom tiefen Sumpf, also tiefen Pool. Weil das gibt mir Artefakt-Power ziemlich viel. Dann habe ich da die Hälfte schon aus wieder. Passiert nicht, gibt nur Artefakt-Power. Ja, okay, dann kann ich die Quest hier nur fertig machen. Es steigt mein Level noch nicht. Es war eine spannende Ini vorhin. Ich werde das Video zurückhalten. Da war da eben Instanz drin, Tiefenpfuhl. Und hier sind wir gerade, die Karte wird halt aus mir wirklich da angezeigt. Kann ich dann noch abgeben gehen. Hier habe ich jetzt wieder was anderes bekommen. Große Taschen, alles interessant hier gewesen. Thank you.
hier mal den Begleiter wegschicken. Ich habe endlich mal einen gefunden. Einen anderen, den ich hier zähmen konnte, einen Bären. Sicher mal anders sein. Die Quest ist fertig. Jetzt muss ich noch da hinten die Teile einsammeln gehen. Bakterium. Ach, das erinnert mich an einen Charakternamen von meinem Charles. Der Magier von mir heißt Pixtactorium. Der steht da drin. Okay, das ist verpackt hier. Ne? Schatz zu finden. Hier drüben schauen wir uns den Munias-Schatz mal an. Hier gibt es auch Schätze. Ich war auch schon angeln. Ich habe Angeln ausgebildet. Also gelernt. Ausbilden kann man es ja nicht. Es bleibt alles auf Stufe 1 hier noch. Auch beim Angeln im letzten Video kann man das sehen. Da habe ich was bekommen, aber es ist doch da unten. Ne? Da gab es Spielzeuge. Da habe ich das Spielzeug wo. Da drüben liegt es. Die Schatztruhe, ich denke, das Spielzeug. Gut, hätten wir den hier. Da muss ich noch nichts tun. Zurück wieder. Ich werde jetzt noch was abstechen, weil ich den Schatz gesehen habe. Ich muss hier Ah ja, jetzt wird es auch wieder angezeigt. Auch die Gegend hier. Das ist ein Sumpfgebiet hier. Noch. So, das kann man den hier aktivieren als der Quest selbst. Da kann man es nehmen. So, gut, dann ist fertig. Geister flüstern von euch. Geht mit den Geistern. Sehen wir nur auf euren Reisen. Es gibt hier 248. Aus Kette, ich trage Leder, weil ich bis jetzt nichts Besseres bekommen habe. Kann ich das mal nehmen? Das kann ich wechseln hier. Wo ist es da? So. Besiegt. Quellwachs, Todeswandler. Die Seele von Kevlax Todeswandler an den Wurfso Amadi zu übergeben. Geht mit den Geistern! Ich hoffe, dass ich dann demnächst noch andere Quests finde, weil ich eigentlich schon fast alles
so das Ausschalten gequestet habe, aber erst unter 16 bin. Und angezeigt habe ich keine mehr. Ich quest machen kann auf der Karte. Die, die ich hier noch habe, kann ich nicht abschließen, weil sie irgendwie noch nicht funktionieren. Sollte man Kisten auffinden, wo drin dann Säcke sind. Aus einer Kiste war nichts. Ich habe die Quest auch gestern schon mal abgebrochen und neu gestartet. Danach gab es immer noch nichts und ich sehe auch immer, wenn ich dort bin, andere Spieler, die rumsuchen. Also wird das wohl eben ein Bug sein. Dann kann ich jetzt zurückgehen und mal schauen, ob ich die hier, wenn ich die abgegeben habe, was tun kann. Sonst werde ich es so wie vorhin wieder machen. Ich werde einfach mit der Karte irgendwann hinfliegen und dann gucke ich, ob ich beim Überfliegen von der Gegner Quest sehe. Ich kann dann zurückreiten, aber ja, weil es ein bisschen schneller geht als einmal, fliege ich halt drüber. Bis jetzt habe ich nirgendwo eine Folgequest. Ich finde hier ein bisschen die Questverfolgung nicht so gut. Ihr seht, egal in welchem Gebiet ich bin, mir werden hier keine Quests mehr angezeigt. Also habe ich keine andere Wahl, außer zu hoffen, irgendwo eine zu sehen, wie die hier euch jetzt mal weitergemacht haben. Das wird mir jetzt auch angezeigt, dass ich drüben geflogen bin. Fehlerhaft noch zur Zeit. Kann ja nicht sein, dass es an diesen zwei Quests hier liegt. Anscheinend ist es so. Es ist blöd, wenn sie sich da nicht dran klemmen und das probieren schnellstens zu beheben. Ne? Ich fühle mich schon erholt, zeigt's an. Also hier, diese Ruinen von Sulcan, die werden hier auch als Ursprung angezeigt.
tief im Pool, hä? Sollte ich hier die Quest abgeben? Ihr seht schon, dass ich halt nicht sehe. Eine Quest geben hier. Aber dann Gast wird. Aber da draußen. Draußen, wo das Fragezeichen ist. Ist kein Questgeber, hä? Ja, bereit zur Abgabe, dann werde ich die Quest jetzt mal lesen. Gibt's Rares gegen Bares? Rares gegen Bares, das haben sie wohl auch abgeguckt. Ja, der TV-Sendung Bares für Rares und die sagt Rares für Bares. Hier gibt's die besten Waren im ganzen Imperium. So, jetzt verkaufen wir Füße. 36. Da habe ich schon besser. Wisst ihr, wo ihr mich findet? Verleiht dem Charakter große Menge Erfahrung. Scheint man nicht nutzen zu können. Funktioniert offenbar nicht. Einen besseren Handel kriegt ihr nicht. Quest, wie man sehen kann, was sehen geboten ist, das habe ich mal von der Quest bekommen. Immer willkommen! Warum das jetzt etwas ist, das Erfahrung geben soll, wenn man da nicht direkt Erfahrung bekommt, richten wir sich mal ein. Hier gibt's Rares gegen Bares. Wisst ja, wo ihr mich findet. Dass die Spieler sich selbst Erfahrungspunkte geben kann, zusätzlich anstatt nur die Quest zu bekommen. Ja. Ja. So wie es scheint, kann man hier auch wieder eine Quest nicht abgeben. Werde ich jetzt gerade mal eine Meldung machen. Also werde ich jetzt auf der Karte nach links gehen.
gucken, ob es da weitergeht und ich da den Rest auffinden kann. Ich hätte halt lieber gerne mal ein anderes Bett gezählt. Beginn des Spiels schon angetroffen. Jawohl, ich gehe die richtige Richtung. Irgendwas muss ja auch das Allianz-Startgebiet sein. Das habe ich aber nicht angeguckt. Ich kann ja da einfach wechseln im Moment zwischen der Fraktion, die ich möchte. Den mache ich auch noch nicht. Stehen geblieben, ja, das hätte mir die Anteilen nicht bestätigt. Hätte ja sein können, man sieht das ja nichts, dass das versteckt geht irgendwo hin. Schlägt es jedenfalls, drücken wir raus. Mein Begleiter hat sich wieder in Luft aufgelöst, da ist auch nicht mehr wie ein Felsen. Ne? Die Begleiter verliert man hier noch an einigen Stellen. Ich hoffe, dass diese Bugmeldungen irgendwie verlinkt sind mit der Ort, wo man sich gerade befindet, weil sonst finden sie ja nie raus, wo der Fehler ist. Aber ich hoffe mal, dass sie da so lange programmiert haben. Sonst wissen diese Meldungen nicht, wenn sie nicht wissen, wo der Fehler genau ist. Wo nun, ja? Ich bin da schon in der Nähe. Mir mal von oben angucken. Wo
ich da weitergehen könnte. Das ist so eine Schlucht hier. Ziemlich weit runter. Ne? Wo man aber auf der anderen Seite, wie es ausschaut, reinkommen könnte. Was für Kräuter kommt auf dem Weg. Da ist noch eine Antikur, wo da wohl steht. Hier drin. Mal gucken. Ja. Ein Vogel. So. Ah, den kann man zähmen. Zähmen hier wieder, prima. Da gab es wieder was, das zähmbar ist. Hä? Wollte ich eigentlich nicht, war jetzt einfach nur ein Versuch, ob es geht. Weil es bis jetzt noch nicht an vielen Orten ging, dass man was zähmen konnte. Ja, da geht ein Weg hoch. Ich würde das mal vermuten. Hä? Da oben steht. Okay. Da ist er ja schon. Das ist eine Riesenschlange. Es nimmt mich wunder, ob man die Schlange zähmen kann. Den kann ich wieder zurücklassen. Den möchte ich ja nicht behalten. Gucken, ob man die Schlange zähmen kann. Nee, die Kreatur ist nicht zähmbar. Schade, hä? Hätte ja sein können. Dann holen wir eine Bärchen da raus. Sich eingegraben, hä? Nicht sonderlich viel, ich habe natürlich nachheilen müssen. Da fällt sich immer wieder ein. Zeitverschwendung. Mehr ist es nicht. Zeit hinausstrecken. Mal schauen, was er gibt. Artefaktmarkt und hier Small Artist Shroud, also Artefakt Power habe ich jetzt 41 von dem bekommen und dann gab es hier noch was Ledriges fürs Handgelenk. Ja. 58 hatte ich schon was Besseres. Hinten ist noch Bergbau, Bridge Monolith. Okay, weiter gibt es hier nichts demzufolge. Ich bin gerade dabei, hier demnächst dann ein Video rauszubringen. Jetzt habe ich nur Leiter. Jetzt ist er weg, prima. Nee, jetzt ist er wieder da. Komm, Vögelchen, flieg weg, ich brauch dich nicht. Prima. Ich habe hier vor, dann ein Video zu machen über verschiedene Bilder aus diesem neuen Abschnitt für Battle of Azeroth. Dazu bin ich jetzt gerade auf der Suche nach verschiedenen Bildern. Ne? Natürlich muss ich da immer wieder reingehen, weil ich ja keine Anzeige
von Namen möchte. Die mir angezeigt werden, wenn ich da Screen mache. Könnte ich auch einfach auf eine Befehlsleiste einen Kurzbefehl geben, aber okay. Das tue ich jetzt nicht. Sonst drücke ich da versehentlich noch was anderes an. Die schreit nach Strom. Das sind so dieselben, die man vorhin im Tiefenpfuhl angetroffen hat. Ah, jetzt sehe ich hier auch schon wieder einzelne Flugpunkte. Da ist auch schon wieder. Der Lichtjäger Hassan. Da ist gar nicht so viele Gegner rumstehen, hä? Scheint hier aber ganz cool auszusehen. Das schleicht einen rum, hä? Schleicht einen rum? Ja, da steht jetzt gerade einer rum. Musst du jetzt da stehen? Verzieh dich. Komm, lieber Hexenmeisterin. Geh woanders lang. Du stehst mir im Bild. Ich wollte hier gerade ein Bild machen. Na, endlich. So, ich gehe jetzt hier rein zu diesem. Irgendwo, hä? Wo ist der wo? Sehe ich noch nicht. Hä? Okay, dann ist er vielleicht auf der anderen Seite. Oder hoch. Runter. Wie auch immer, irgendwo, jedenfalls auf der anderen Seite. Ja, da ist er ja. Das Kopie brauche ich nicht zu zähmen, habe ich selbst eigentlich. Kann man nicht kürschen? Waffe, hä? Ja, okay. Aber jedenfalls nicht für mich. Die Artefakt macht auch wieder 34. Da schleichen solche Ausgräber rum, hä? Das sind die Skorpide. Ja, gehen wir weiter. Mal schauen. Ich gehe mal der Vermutung nahe, dass vielleicht immer bei den Flugpunkten Questgeber sein könnten, oder zumindest dort in der Nähe. Was ein Vögel, habe ich vorhin schon versucht, ging ja. Dann hätten wir noch Dünenlaus, wollen wir mal versuchen, ob sowas geht. Dünenlaus nun als Begleiter fürs Kämpfen.
Mal was anderes. So eine Art Wiggis-Karabiner aus dem Level 80er Bereich. Unten bei Tanaris da. Im neuen Questgebiet, wo man da. Genau, meine Vermutung hat sich bestätigt. Nehmen wir den Flugpunkt an. Hier gibt es auch jede Menge Quests, das war nicht anzunehmen. Beschützt Rejal, während er sich mit trifft. Okay, mal schauen. Mein Begleiter. Ich bin los, geh bereit. Panzer verhärten. Ja, bla 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 bla. Schade, dass man nichts hört. Ich verstehe auch nicht ganz, was da die Überlegung bei Blizzard ist, dass manchmal etwas zu hören ist und ein anderes Mal muss man lesen. Ist ein bisschen eintönig dann, wenn man nichts hört. Es gibt da eine freie Community, die da sich eigentlich einsetzen wollte und ein Add-on machen wollte, damit man Stimmen hört. Wäre ganz nett. Aber da hat sich Blizzard dagegen gestellt, die wollten das nicht, die tun ja sonst nicht so viel dagegen. Aber offenbar wollten sie das nicht. Ja gut, besser wäre natürlich, die würden so sich anhören, wie sie sich anhören müssten. Okay, da müssen wir wohl eskortieren. Das ist keine Probleme. Ja. Mit dem. Hey! Schwierig und der war nicht. Da spreche ich mit dem. Der muss jetzt einfach mich auf verschiedene Orte schicken. Dass ich da weitere Quests wohl bekommen werde. Okay. Immer dieser Hunger. Ohne Essen und Vorräte werden wir nicht lange überleben. Eigenartiges Fleisch, muss ich Mistkäfer in Reihen holen. Guten Appetit. Willkommen bei Survival in World of Warcraft. Heute gibt es Mistkäfer in Reihen. Ich weiß nicht, ob ich sowas tun könnte. Wenn man da so die Sendungen schaut, wo Leute in den Dschungel gehen, ich nenne sie jetzt nicht bei Namen, aber jeder weiß bestimmt, wovon ich rede, die dann freiwillig solches ekliges Zeug fressen, nee, echt, also da muss man wirklich schon am Sterben sein, denke ich, dass man sowas frisst. Enten. Oh, fast. Was man jetzt anzuklicken, hä? Alpakas zusammentreiben. Gibt also was Besseres, hä? Gut. Ein bisschen Gold. Verehrtes Alpaka. Geht jetzt einfach zurück, automatisch. Okay. Was ich hier im Moment von Vorteil finde, ich hoffe, dass das sich noch ändert. Dass es ein bisschen mehr Gegner rumstehen hat. Da hat es ja fast keine NPCs, die einem angreifen. Findet Meki. Okay.
noch ein Eisrufezeichen gekommen. Ah, dort die Tafel da. Was das ist. Ja, Tafel, hä? Drei Spieler, ein Riesenskelett töten. Hoffentlich wird es kein Problem, dann machen wir das auch. Und da ist gerade noch ein Schatz irgendwo. Treasure Chest. Schatztruhe, hä? Da drin ist sie ja schon, hä? Habe ich jetzt bekommen, ja. Nee, nee. Und weg. Jetzt sollten wir einen Druiden hier haben, die können doch Flüche entfernen, oder? Gezählt, hä? Ja, das da ist nötig, ja. Sind. Ja, da wollte wohl nicht, hä? Oh la la, was ist hier los? Da ist hier eine Höhle. Quest Alpakas zusammen treiben. Ah, Alpakas von Marco, ja. Da machen wir es so, ne? Von Marco ist man einmal bei Voldun unter der Erde Ansicht stimmt was nicht so, ne? Okidoki. Jetzt weiter, hä? Du bist auch schon wieder da, hä? Frittiertes Huhn. Das ist in die Richtung.
hier drüben, dass ich da Bussard. Ah, da muss ich wohl diese Bussard-Rente holen. Das will ich ausprobieren. Nee, ungültiges Ziel, das ist nicht für die gemeint. Ja? Bin ja eigentlich noch nicht da, wo ich sein sollte, gemäß Anzeige. Dieser Fehler, hä? Ein Zusammentreiben der Alpakas, da ist irgendein Fehler, der auftritt. Sammelt 10 geplünderte Vorräte. Alpakas nochmal. Angreifen. Okay, hat geklappt. Diesmal ist der Fehler nicht aufgetreten. Ah, Rucksack, da liegt jetzt das Zeug auch rum, hä? Sein hier alles. Leder, hä? Was für mich das Beste ist. Jetzt bin ich auch ganz woanders als mein Titel vom Stream, hä? Voldun? Ja, das scheint mir so. Werde ich das mal so machen. Genau, ich werde das so machen, dass ich das so.
Gut, so. Also demzufolge werde ich gleich einen anderen Stream starten. Hier werde ich beenden und werde hier eine neue Quest beginnen mit einem neuen Videotitel. Also dann, für alle, die wieder weiter gucken wollen, bleibt dran. Ein paar Minuten geht's weiter.